Ein freundliches Hallo an alle Internet-User. Manche von euch, die dieses Video anschauen, haben bestimmt aus den Nachrichten die Aussage oder den Text von Gesine Lötsch gelesen, gehört oder gesehen, der in den Reihen der Regierung und auch in der SPD von Frank-Walter Steinmeier unter anderem aufs Schärfste kritisiert wird. Es geht um folgendes Zitat für alle die, die es noch nicht wissen oder nochmal zur Erinnerung. Gesine Lötsch hat in der linksorientierten Zeitschrift Junge Welt, das kann man auch im Internet nachgucken, jungewelt.de, folgenden Textabschnitt verfasst. Er lautet: Die Wege zum Kommunismus können wir nur finden, wenn wir uns auf den Weg machen und sie ausprobieren. Ob in der Opposition oder in der Regierung. Zitat Ende. Viele werden bestimmt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, wie kann eine Politikerin in einem und dann auch noch von der Linkspartei in einem demokratischen Land, in dem wir leben, eine solche Aussage von sich geben, beziehungsweise solch einen Text verfassen. Viele werden den Kommunismus, so wie die Geschichte zurückblicken lässt, in Verbindung mit dem Stalinismus in der UdSSR, Nordkorea, Kuba, Maoismus in China in Verbindung bringen, wo diese Ideologie massenweise Opfer gefordert hat. Millionen von Opfern. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass auch ich bedauere, dass auf diese Art und Weise in diesen zwei großen bekannten Diktaturen, zumindest auch hier in Nordkorea, Kuba, im Namen des Kommunismus so viele Menschen getötet worden sind. Das alles geschah im Rahmen des Kommunismus. Stalin, Mao, Nordkorea, Kuba und so weiter. Trotzki, alles. Und ist aufs Schärfste zu verurteilen. Und da bin ich auch der Meinung. Eben weil Millionen Menschen dabei umkamen. Nun ist dies aber nur die tragische und zu bedauernde Geschichte des Kommunismus. Weil alles Böse, sage ich jetzt mal, hat auch etwas Gutes. Und es fehlt noch was. Es fehlt noch etwas. Es fehlen die positiven Aspekte. Es fehlt noch die klare Definition. Und diese Definition, also die Definition von Kommunismus, ist eben nicht, Kommunismus ist eine Ideologie, die sich zum Ziel setzt, Menschen zu töten. Was der Kommunismus wirklich in der reinen Definition bedeutet, für alle, die es nicht wissen, werde ich es nochmal verdeutlichen und erklären. Es geht um einen lexikalischen Beitrag, um einen Artikel aus von der Internetseite wissen.de. Das kann man auch bei Wikipedia nachschlagen oder in Lexika nachschlagen, da wird man eine ähnliche Definition finden. Der Kommunismus. Politisch-ideologischer Begriff mit unterschiedlichen Bedeutungen. Erstens Utopie einer Gesellschaftsordnung ohne Privateigentum, in der es keine sozialen Unterschiede, ja, und keine Herrschaft von Menschen über Menschen gibt. So, das ist jetzt erstmal die reine Definition des Kommunismus. Dann geht es noch weiter. Zweitens, dem Kapitalismus nachfolgende Gesellschaftsformation in den Theorien von Karl Marx und Friedrich Engels. Das ist das Zweite. Drittens, Herrschaftssysteme oder Parteien, die diese Theorien praktisch umsetzen wollen. Und wir haben gewusst, dass dieser dritte Punkt nicht funktioniert hat. In diesem Punkt ist der Kommunismus durchgefallen. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, utopischer Gesellschaftsentwurf. Kommunistische Utopien sind antiken Ursprungs und beziehen sich auf Gesellschaftssysteme, in denen sich das Eigentum an Boden, Naturschätzen, Produktionsmitteln und erwirtschafteten Gütern im Besitz einer sozialen Einheit befindet und alle Gemeinschaftsmitglieder, je nach ihren Bedürfnissen, über Anteile an diesem Gemeinbesitz verfügen. Dabei besteht soziale Gleichheit bei Ausschluss privaten Eigentums. So, wenn wir uns die Definition mal genauer anschauen und uns nach einem kritischen Punkt umsehen, dann werden wir merken, dass wir keinen kritischen Punkt finden können. Und wir werden merken, dass die Begriffserklärung von Kommunismus, zumindest das erste, was ich aufgezählt habe, weder gegen irgendwas verstößt, noch kriminell, weder gefährlich, noch in irgendeiner Form kriegerisches und gewalttätiges Gedankengut aufweist. Da können wir auch das frühere Christentum als Beispiel nehmen. Ja, auch im Urchristentum gab es schon, viele sagen sogar auch unter Jesus, ja, gab es schon eine Art Kommunismus.
Kommunismus ist, um nochmal also deutlich zu werden, eine im Prinzip von der Ideologie her, ist es eigentlich eine harmlose Geschichte, eine gute Geschichte, eine soziale Geschichte. Ja, wenn ich sage, ich wünsche mir eine klassenlose Gesellschaft, dann klingt es erstmal verlockend. Nun, der Kommunismus aber wurde von Menschen missbraucht. Der Kommunismus hat eine Ideologie, die sich eine klassenlose Gesellschaft wünscht, und der Kommunismus ist durch den Mensch gescheitert. Man hat ihn nicht mit Sandhandschuhen angepackt, sondern mit diktatorischen Strategien. Und welche Probleme der Kommunismus hat, ist unwichtig, aber da jetzt Opfer gefordert sind, klar ist es zu bedauern. Ob es nicht funktioniert, weil irgendjemand in der Gesellschaft der Stärkere sein will, das ist ja auch so ein Argument. Das tut erstmal nichts zur Sache. Denn wir reden hier von der reinen Definition des Wortes Kommunismus. Da haben diese Sachen wie Stalin und Mao Zedong erstmal, ja, ich sag bewusst erstmal, nichts darin zu suchen. Das hat nichts mit Marxismus zu tun. Ich rede hier vom reinen Kommunismus. Erst später, wenn man die Geschichte des Kommunismus durchwühlt und zurückblickt, was nebenbei als der Kommunismus populär war, passiert ist, in diesem Zusammenhang ist der Stalinismus und Maoismus und alle anderen Formen, der Millionen Opfer forderte, erwähnenswert. Zum Beispiel die Definition, sagen wir mal ein Beispiel, von der Love Parade, ja, ist nicht tödliches Event, ja, oder Event, wo Menschen sterben, sondern eine ehemalige Rave-Veranstaltung, ja. Was da passiert ist, ja, in der Geschichte, im Namen eines Begriffs, ist erstmal unwichtig, ja. Wenn wir uns nur auf die Definition, also im Rahmen der Definition, hat erstmal die Geschichte nichts verloren, ja, das kennen wir ja von Wikipedia, ne? Da steht erstmal die Definition und dann kommt die Geschichte und tralala. Das sind zwei Paar Schuhe. Und diese Schuhe können die Medien anscheinend nicht trennen und sie sehen immer nur das Schwarze. Weder Medienorgane noch irgendwelche Politiker, die sich da hinstellen und Gesine Lötsch kritisieren oder verurteilen. Ja? Mit anderen Worten kann man zum Entschluss kommen und wer andere Meinung ist, bitte, aber es sieht alles danach aus, als hätte die CDU, und das sage ich hier ganz deutlich, keine Ahnung vom Kommunismus. Ja? Keine Ahnung. Ist vielleicht, jetzt werden viele sagen, ja, warum sagst du einfach keine Ahnung, ja? Aber dann müsste man da ganz anders rangehen, ja? Aber in diesem Punkt, ja, kann man durch einfache Schlussfolgerungen, ja, durch logische Schlussfolgerungen, also Aussagen von Politikern darauf hinschließen, ja, dass die ganze Hetze gegen die Linke beziehungsweise gegen Gesine Lötsch, ja, auf mangelndem Wissen über den Kommunismus basiert, ja? Warum sollten die Linkspartei den Stalinismus befürworten? Ja. Also die ganze Hetze gegen die Linkspartei, ja, die das den Kommunismus, also diese Partei, definiert den Kommunismus ganz anders. Die Linkspartei ist eine Partei, die zum Beispiel Gleichberechtigung haben möchte. Ja. Alle sollen gleich sein. Das ist halt ein Punkt, der ist auch im Kommunismus vertreten. Warum sollte die Linkspartei, wie ich eben sagte, dem Stalinismus hinterherrennen, wenn sie doch auf der anderen Seite demokratische Sozialismus als politisches Ziel haben? Das ist ein Beweis, dass hier gegen die Linke gehetzt wird. Kommunismus, ja, direkt in Verbindung mit Demokratiefeindlichkeit zu bringen. Ein ganz klarer Hetzpunkt gegen die Linken. Es ist ein Wort von einer Partei gefallen, die in vielen Kreisen einen eher schlechten Ruf genießt, also die Linkspartei. Und es wird alles dafür getan, dass diese Partei entsorgt wird, von der Bildfläche verschwindet. Weg damit, verboten. Und das schreiben auch mehrere Juicer im Internet, ja, die immer noch in Gedanken schweben, dass die Linkspartei demokratiefeindlich ist. Diese eine Aussage, dieser Textabschnitt von Lötsch ist ein gefundenes Fressen für alle Medienorgane, die gegen die Linken hetzen. Gefundenes Fressen für andere Politiker, FAZ und die Welt, CDU, Regierung,
und natürlich auch das Volk oder Teile des Volks, die gegen die Linke hetzen, so wie wir es in vielen YouTube-Kommentaren zu sehen bekommen. Aber ich wollte euch erstmal beweisen, anhand von Aussagen der CDU, wie wenig Ahnung diese Politiker vom Begriff Kommunismus haben. Im Zusammenhang mit der Linkspartei. Ja. Also Linkspartei sagt, wir haben ein kommunistisches Ziel. Und hier wird alles darum gegeben, den Kommunismus bewusst nur, und ich sage nur, schlecht zu sehen. Ja. Weil es ja von der Linkspartei kommt. Ich zitiere mal den Lötsch-Kritiker Hermann Gröhe. Also der Generalsekretär der CDU, Hermann Gröhe, sagt zu dem Beitrag, die skandalöse Kommunismus-Sehnsucht von Gesine Lötsch sei ein Schlag ins Gesicht aller Opfer dieser menschenverachtenden Ideologie. Dieser Satz, diese Kritik, dieses Zitat beweist, wie wenig Ahnung der Generalsekretär Hermann Gröhe vom Kommunismus hat. Wir haben gerade gemeinsam anhand internetlexikalischer Fakten herausgefunden, was der Kommunismus ist. Und das hat nichts mit Marxismus zu tun und das diktatorische Proletariat und was dann alle hinten dran hängen. Der Wunsch nach einer klassenlosen Gesellschaft. Ist diese Ideologie eine menschenverachtende Ideologie? Ist es menschenverachtend, wenn ich den Wunsch nach einer klassenlosen Gesellschaft habe? So wie es der Kommunismus in der reinen Definition verlangt.